Ich heiße Günül Karata, ich wohne in Berlin Tempelhof. Seit 40 Jahren bin ich hier in Deutschland und ich finde, was vor 80 Jahren war, dass man das nicht mehr so ist wie früher, dass es vieles besser geworden ist, aber es sollte auch noch besser werden. Das ist wie in einer Freiheit, das ist wie eine Demokratie haben, so wie gerade auch was in der Türkei zurzeit los ist für die Demokratie, dass man seine Meinung sagen kann und erzählen oder schreiben kann. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, gerade für unsere Kinder, dass es noch besser wird. Das ist wirklich diese Freiheit zu haben. Und das muss man einfach unterstützen, auch dann mitmachen.